Hallo. Und willkommen zurück bei Vampire Stone 2. Verzeiht mir. Ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt, diese Musik. Diese Musik in diesen Spielen ist mir fast wirklich um einiges lieber. Fast wirklich um einiges lieber, mein Gott. Also diese Musik ist mir um einiges lieber als diese millionenteure Musik, Orchestermusik, die man in aktuellen Spielen so hat. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe die. Die verbinde ich immer mit relativ viel Nostalgie. Egal, verzeiht mir. Wir sind hier in... Ja, egal. Wir sind hier in dem Schrein der Erde, glaube ich. Beziehungsweise nicht in dem Schrein offensichtlich, sondern beim Schrein der Erde. So. Aha, okay, eine Falle, kein Problem. Das ist, glaube ich, da muss man wahrscheinlich den Stein runterwerfen. Jetzt schaue ich mal. Nutzen wir mal die Macht der Steine. Das war ein brauner Stein wahrscheinlich. Abwehr der Gruppe um 5 gestiegen. Ah! Seht ihr? Das hat aber das Symbol einer Statusrune. Ich habe das Gefühl... Moment, was ist denn das? Meine Gebieter, ihr seid zurück. Mögen die Elras ewig herrschen. Er hat sich einen Runengenerator aufbewahrt. Und, wie vorhergesagt, haben jetzt die Elras einen Stein benutzt. Bitte nehmt den Runengenerator wieder, ich habe ihn sicher aufbewahrt. Seelenfragmente kann ich dann wahrscheinlich in Statusrunen umwandeln. Was war denn das? Ja, die Elras haben mit den Schreinen wohl zu tun. Alles mit Seelenfragmenten können wir hier Runen herstellen. So, nochmal Abwehr der Gruppe um 5. Und einen Stein habe ich noch. So, jetzt muss ich mich ganz kurz um das Viech kümmern. Das ist ja äußerst interessant. Aber das hatte, wie man gesehen hat, dieses Symbol von... wer ist jetzt dran? Aska, glaube ich. Das hatte, glaube ich, die Symbole von den Statusrunen. Also werde ich wahrscheinlich pro Schrein, schätze ich jetzt mal, einen von diesen Generatoren bekommen. Und dann kann ich mir endlich gescheite Runen herstellen. Das ist eine ziemlich coole Sache. Jetzt schmeiße ich erst nochmal den nächsten braunen Stein darunter. Abwehr der Gruppe, sauger. Überprüft es gleich mal. Okay, wir haben jetzt Abwehr... Wallen hat 524. Nicht übel. 524. 529, genau. Sehr, sehr cool. Ich denke, es wird Zeit, aus dem Elras die nächsten Locations von diesen Dingern rauszufoltern. Das ist ja richtig geil. Ich bräuchte auf jeden Fall noch einen Blut- und einen Todesgenerator. Das wäre jetzt eine richtig coole Sache, weil Blut brauche ich jetzt ganz dringend. Blutrunen. Ja, das Schiff, da darf ich immer noch nicht drauf, glaube ich. Ja, die Gegner sind noch zu stark für uns. Keine Ahnung, was das für ein Schiff ist, dass ich da mit knapp Level 60 immer noch nicht drauf darf. Cool. Ich würde sagen, ich folter den Elras nochmal. Ich muss die Locations der anderen Schreine erfahren, weil irgendwo rechts oben auf der Karte, irgendwo in der Nähe von dem Erdschrein, habe ich nämlich auch so einen kleinen See mitten im Wald gefunden. Den konnte ich aber noch nicht betreten. Ich würde mal raten, wenn ich müsste, dass das wohl der Wasserschrein ist. Dieser Vulkan könnte der Feuerschrein sein. Und Luftschrein und Todesschrein und was weiß ich. Keine Ahnung, die anderen weiß ich nicht. Aber ich hätte zumindest eine Idee für den Wasserschrein. Wie viel Gold habe ich denn? Knapp 30.000, ja. Damit könnte ich mir eigentlich... Ich bin Level 59. Wenn ich jetzt noch ein Level machen würde, auf Level 60 werden bestimmt neue Gegenstände freigeschaltet. Ah, der lebt wieder, sehr schön.
Dann werden neue Gegenstände freigeschaltet, dann könnte ich eigentlich mit der Kohle mich vor dem Endkampf in Pharao Ustras Pyramide, und machen wir uns nichts vor, da wird ein Endkampf kommen, könnte ich mich da nochmal ein bisschen aufpowern. Und mir da noch zumindest jedem neue Rüstung gönnen. Schön wäre es, wenn ich den Werwolf ein bisschen was geben könnte. Ah, der ist mittlerweile schon relativ stark. Den kann ich nicht kontrollieren, aber da er sowieso meistens nur normale Angriffe macht, darf er weiterhin noch diese Nadel haben. Hat er die Nadel des Schmerzes plus 200 Geschick? Das heißt, er darf um einiges schneller angreifen, macht ihn halt rasend, was für ihn nur noch besser ist. Bitte kipp nicht um, bitte kipp nicht um. Komm schon, bitte sag mir einfach die nächste Location. Bitte kipp nicht um, bitte kipp nicht um, bitte kipp nicht um. Jawohl, rede du Wurm. Lass mich gehen. Wo sind die Schreine? Wassers kleiner Teich nördlich des Vulkans, ganz genau. Kleiner Teich, das merke ich mir. Und die anderen vier? Ja, mit dem Wasserschrein habe ich jetzt eigentlich auch gerechnet. Eigentlich habe ich damit überhaupt nicht gerechnet. Aber vom Wasserschrein weiß ich zumindest, wo er ist. Aber wo ist denn dieser Runengenerator, den Asker hier zurückteleportiert hat? Also Seelenfragmente kann ich ja hier an diesem Ding herstellen. Aber wo kann ich denn... Ah! Sollen wir zwei Seelenfragmente in eine Statusrune umwandeln? Oh ja. Spätestens mit den Dingern habe ich jetzt Zugriff auf unendlich viele Runen. Ja, der Anfang war nämlich schon, also knüppelhart. Also bis hierhin irgendwelche Zauber zu lernen, war schon nicht so easy, weil es wirklich an allen Runen gemangelt hat. Jetzt hoffe ich nur, dass das nächste eine Blut- oder Todesgenerator ist. Boah, cool. Dann kann ich jetzt für die letzten 40 Level mir so viele Runen, wie ich will, herstellen. Boah, das wird geil. Okay, irgendwo hier war der große Vulkan, oder? Genau, hier ist der Vulkan. Den kann ich aber irgendwie immer noch nicht betreten, oder? Ich weiß ja nicht, wo ich da langlaufen soll. Ich schätze mal, der sieht auch so besonders aus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich bei dem wahrscheinlich warten muss, bis mich da irgendeine Quest hinschickt. Och komm, genau... Oh Mann. Das ist zumindest mein Tipp. Ja, der sieht einfach zu speziell aus. Egal, jetzt wollte ich eigentlich nur kurz für Valna saugen, aber ja. So, nördlich von hier hieß es, glaube ich. Ja, da, das ist der, den habe ich am Anfang schon erkannt. Ja, klar. Schrein des Wassers. Och nö. Ja, komm mal her. Da muss ich, glaube ich, gar nicht erst versuchen, Blut zu saugen. Bitte Blutgenerator, bitte Blutgenerator, bitte, bitte, bitte Blutgenerator. Ja, ich soll da in die Mitte rein, das sehe ich schon. Aber jetzt gucke ich mich erstmal hier ein bisschen um. Komm mal her, Häschen. So, vielleicht kann ich diesen... Da hieß es schon wieder, habt ihr es gesehen, da hieß es wieder Status erhalten. Also, vielleicht meinen die damit Statusrunen oder so. Weil ich habe das jetzt schon häufiger gesehen. Wenn ich so ein Ding aufgenommen habe, hieß es Status erhalten. Ich weiß halt nicht, was das sein soll. So, bitte gib mir einen Generator. Licht wäre jetzt, glaube ich, das Schlechteste, weil von Lichtrunen habe ich relativ viele. Oh, Gott sei Dank, ich habe einen blauen Stein. Und jetzt? Intelligenz? Ach, Eis. Von Eis habe ich noch welche. Meine Gebieter, ihr seid zurück. Mögen die Elras ewig herrschen. Ihr habt das Ding benutzt, den ich... Ja,
Seelenfragmente, das ist ein Eisrunengenerator. Zack. Und noch ein Generator. Ja, jetzt habe ich einen Eisrunengenerator. Ziemlich cool. Ich würde sagen, ab zurück ins Schloss. Der Elras wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwach auf den Beinen sein. Schätze ich mal. Mittlerweile bin ich Level 60. Kann ich nicht eigentlich das nächste Bruchstück mal ranholen? Das nächste ist für Level 70 gedacht. Also mein aktuelles Quest ist schon die Pyramide. Ich bin jetzt knapp Level 60 und die Pyramide ist schon mein nächster Schritt. Wenn der Elras auf den Beinen ist, dann folter ich jetzt mal die nächste Location aus ihm raus. Ansonsten... Ich würde eigentlich gerne noch bis Level 60 trainieren. Wie viel braucht ihr denn noch? 20.000. Ja, das ist eigentlich nicht so viel. Ich kriege ja zum Teil für einen einzigen Kampf kriege ich ja schon so 6.000, 7.000 Erfahrung. Zumindest bei Pharao Ustra. Da kriege ich so 3.000, 4.000 Erfahrung. Wisst ihr was? Ich glaube, da trainiere ich mich schnell hoch. Alle auf Level 60. Dann wird neues Equipment gekauft und dann ist es wieder gut. Ich meine, dieses ganze Geld, was ich jetzt habe, diese knapp 30.000, das wird nicht mal reichen, um alle auszustatten. Setz ich mal. Ist der wieder auf den Beinen? Ja, der ist wieder auf den Beinen. Es ist Zeit für mehr Folter. So. Mal gucken. Habe ich überhaupt... Ich hätte noch... Moment mal, ich habe bisher erst zwei Schreine gefunden. Und die Lane hat gerade gesagt, wo sind die restlichen vier? Das bedeutet, mir fehlt noch ein Stein. Ein schwarzer wahrscheinlich. Weiß ist wahrscheinlich Licht, das ist Luft, das ist Feuer. Dann fehlt mir noch ein schwarzer Stein, schätze ich mal. Okay, mal gucken, welchen Schrein er mir jetzt gibt. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, keine Ahnung, den Feuerschrein. Ja, langsam, ich sag ja nur, langsam müsste das eigentlich mal gelernt haben. Zack. Langsam müsste das gelernt haben. Cool. Also mit den die Generatoren sind eine richtig geile Erfindung. Das freut mich gerade richtig. Also sonst hätte ich echt Probleme gehabt mit den Runen. Auch später. Ich brauche jetzt zum Teil für einen Zauber schon 6 oder 7 Runen. Hört bitte auf damit. Wo sind die anderen Schreine? Licht versteckt in der größeren Wüste von Burg Yolar in der Nähe von Rünig. In der Nähe von Rünig. Das ist, genau, das ist dieses Gefängnisding. Da, wo ich den Inspektor und alle seine Polizisten und Wachen abgeschlachtet habe. So. Wüste klingt aber nach Sonnenschutzmäntel. Aska hat ihn eh noch an. Sonnenschutz, Sonnenschutz, Sonnenschutz. Das ist wahrscheinlich der gelbe Stein. Oder der weiße schon. Auf jeden Fall egal, ich habe auf jeden Fall den Stein. Ja, das wird dann wahrscheinlich der Lichtrunengenerator sein. Das heißt, der hilft mir jetzt auch erstmal nicht weiter. So. Okay, Rünig, wo war das gleich nochmal? Das war, glaube ich, hier rechts von mir, oder? Oder Moment mal, die Gefängnisstadt, die war doch hier. Genau, das ist die Gefängnisstadt. Das heißt, irgendwo hier muss der Lichtschrein sein. Vielleicht hier unten irgendwo. Das ist doch Rünig, oder? Ja, das ist schon Rünig. Ah!
Dann nutzen wir mal die Macht. Ja, das wird das wohl der Lichtgenerator sein. Leben der Gruppe um 5 gestiegen. Oh, es ist der Lichtgenerator. Ihr seid zurück. Mögen die Elras ewig herrschen. Hier habe ich für euch aufgehoben. Wisst ihr, was ich mich frage? Warum redet der Geist des Lichts und alle anderen Geister nicht in der Sprache der Elras? Okay, das wäre dann vielleicht ein bisschen zu tief. Ja. Hier, erschafft Runen. Oh ja. Komm, klick, vielleicht schaffe ich es, dass der Hund mich gar nicht angreift. Hätten wir einen weißen Stein. Zack, der Lichtgenerator. Perfekt. Hallo Löwen, bitte lasst mich in Ruhe. Vielleicht noch irgendwelche rumliegenden Gegenstände oder so? Nee. Oh doch, hier. Sehr schön. Dann riecht es nach mehr Folter, oder? Mal schauen, ob er sich schon wieder regeneriert hat. Hoffentlich gibt er mir jetzt den Feuerschrein, weil ich habe wenigstens noch rote Steine. Jetzt habe ich nur noch rote und gelbe. Aber was ist denn gelb? Wofür sind denn gelbe Steine? Ich hatte schon Licht. Ach, keine Ahnung, ich werde es gleich rausfinden. Ja, die Generatoren helfen mir erstmal alle noch nicht so wirklich. Ich will wirklich mal... Ich brauche den Blut jetzt. Ich habe keine einzige Blutrune mehr. Ja, die Kohle kannst du mir mal mitgeben. Vielleicht könnte ich auch mal schauen, dass ich das letzte Schloss der Elras bald mal angreife. Aber das wird dauern. Also es wird lange dauern. Ist er wieder auf den Beinen? Jawohl, ist er wieder. Es riecht nach mehr Folter. Jawohl, wir brauchen Infos. So lange habe ich nach den Schreien gesucht und jetzt kriege ich in einer Folge gleich fast alle zusammen. So, bitte den Feuerschrein, lieber Elras, weil Feuer ist rot und rot würde für Blutrunen sprechen. Ja, wenn du mir jetzt den Schattenschrein sagt, damit kann ich wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen. Weil ich den benötigten Stein dafür nicht habe. Egal, Pharao Ustra wartet auf mich. Glaube ich zumindest mal. Keine Ahnung, was ich da drin finde. Beziehungsweise seine Pyramide wartet. Nein, der ist ohnmächtig geworden. Ich glaube, ich kann ihn hochheilen, oder? Ja, die Folter geht weiter. So. Und schon lebt er wieder. Und die Folter geht weiter. Ja, ich muss sagen, das mit dem Foltern, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Weil ich fange immer ganz rechts an, gehe dann mit dem Hebel nach links durch und dann gehe ich wieder zurück. Manchmal kippt er um und manchmal nicht. Ja, wenn er jetzt wieder umkippt, dann gebe ich ihm eine Verschnaufpause. Dann hole ich mir, glaube ich, schnell irgendwo Level 60 ran. Und... Bitte kipp nicht um, bitte kipp nicht um, bitte kipp nicht um. Und... Verflucht, okay, was soll's. Ja, vielleicht braucht er jetzt einfach ein bisschen Zeit. Okay, wisst ihr was? Ich gehe zurück in die Ruine. Beziehungsweise in... in die Pyramide und werde mir jetzt mal ein paar Gegner hier zur Brust nehmen und mir da kurz mein letztes Level ranholen. Ich hau die beiden mal kurz weg und guck mal, wie viel EP mir das gibt. Ja, 6400. Da dauert es mit den 20.000 EP nicht relativ lang. Cool wäre es, wenn ich irgendwo Gegner direkt in der Nähe von der Treppe haben könnte. Hier zum Beispiel. Kann ich immer hoch und runter und immer wieder denselben Gegner weghauen. Wobei der mir nicht allzu viele P gibt, glaube ich. 3500, ja. Das haut mich jetzt nicht so um. Ja, ein paar Kämpfe brauche ich schon noch. Ich laufe mal kurz hoch zu dieser Medusa und mache die nochmal platt.
und nehme die nächsten 6400 EP mit. Ah, das wird nicht reichen. Die ersten sind Level 60. Ja, aber allerdings noch nicht Wallner. Ich frage mich, warum Aska schon Level 60 ist. Egal. Ich glaube, ich mache den Typen da oben gar nicht. Ich gehe direkt wieder hoch zu den Medusas. Die geben fast doppelt so viel EP. Ah, jetzt ist Wallner wieder zu Stein geworden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, wie man das heilen soll. Also das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn halt die Gegner ihn angreifen. Das Problem ist, dass ich meine eigenen Leute nicht angreifen kann. Wallner ist jetzt auch Level 60. Ich glaube, Elaine fehlt noch, oder? Ja, genau, Elaine fehlt noch. Also ich habe keine Ahnung, wie man Stein heilen soll. Vielleicht habe ich ja Glück und die Medusas da oben im letzten Kampf vor Level 60 entsteinern ihn. Schauen wir mal. Und Wallner wurde sogar noch entsteinert. Mit ihrem letzten Angriff, Gott sei Dank, hat sie Wallner entsteinert. Elaine Level 60. Und spätestens jetzt ist es soweit. Jetzt werden alle aufgemotzt. Autsch, autsch. Jetzt werden alle aufgemotzt. Und dann gucken wir uns mal an, was uns da erwartet. So, welcher Händler will denn jetzt mein Gold haben? Ich fliege mal nach... Ich habe keine Ahnung. Moment mal, ich könnte vielleicht... Moment, ich heile mich schnell. Ich gehe mal schnell runter zu den Särgen, heile mich da mal voll und dann fliege ich einfach kurz rüber nach Syras und gehe da schnell zum Waffenhändler. Wo war der denn nochmal? Da unten nicht? War das... Ah, genau, der hier war's. Okay. Sonnenschutzmäntel brauche ich jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, Geschickring, Engelsamulett und du kriegst Feueramulett. Weil, ich glaube, innerhalb der Pyramide brauche ich die Sonnenschutzmäntel nicht. Da scheint ja auch keine Sonne hin, aber ich dachte mir, es ist halt Wüstengebiet. Okay, gucken wir mal. Soll jeder was Neues kriegen? Ich denke schon. Wisst ihr was? Ja. Jeder kriegt eine neue Waffe. So, was haben wir noch so? Feuerresistenz, Meerdorhelm, Schild der Medusa, Schutz vor Stein. Zwei Rüstungen und drei Helme, so. Jetzt kriegt jeder neues Equipment. Anstatt 98 Angriff einfach mal 111 schwach und stumm auf einer Waffe. So, den Schild hat er schon. Giftresistenz. Ja, hat ja toll funktioniert, vor allem bei den Fallen. Schutz vor Stumm und Schlaf tausche ich aus gegen Feuerresistenz. Keine Ahnung, ob Stumm und Schlaf irgendwann mal ein Problem wird. Schutz, Schaden gegen Tiere und zweihändig. Ja, blutend ist auch nicht schlecht. Schlitzerkrallen. Von 86 hoch auf 110. Schild der Hast. Ne, den behalte ich. Ja, der macht zwar Intelligenz runter, deshalb jetzt bei Aska nicht so tragisch. Kriegst eine neue Rüstung und einen neuen Helm. So. Ich könnte mir allerdings vielleicht mal... Also die Waffen werde ich verkaufen, die werde ich nicht brauchen. Aber ich habe mir überlegt, dass ich mir vielleicht Schutz vor Sturm und Schlaf den Helm aufheben könnte. Vielleicht wird es ja irgendwann mal ein Problem. Giftresistenz, nee. Gedankenhelm. Schutz vor Stumm und Schlaf. Eine Rune ist 500 wert. Ich glaube, so ein Verdammnisklinge 2. Ja, ich glaube, so mache ich's. Ich heb mir das mal auf. Wie sieht's mit Blut aus? Ja, da können wir schon ein bisschen was ransaugen. Ja. Einmal Blut voll machen und dann geht's zurück. Jeder hat neues Equipment, alle sind Level 60. Neue Zauber könnte ich jetzt theoretisch auch lernen, aber ach, komm. Es passt schon so. So, alle sind neu ausgerüstet. Einmal Zuflucht. Dann einmal Blutfiolen. Einmal Speicherstein. Und jetzt geht's los. Okay, gucken wir mal. Ja, das da unten ist Pharao Ustras. Ja,
Hier schwirren Millionen fremde Gedanken. Gucken wir doch mal rein. Ustra gegen die Elras. Es gibt keinen Kommen. Ihr kümmerlichen Elras. Schauen wir mal, ob die Pharaonenherrschaft beendet wird. Gorgoth. Anscheinend hat er den Kampf verloren, schätze ich mal. Weil er schwirrt ja jetzt gerade als Seelengeist rum. Ihr seid so kümmerlich. Glaubt ihr, ich hätte euch hier reingelassen, wenn ich es nicht gewollt hätte? Schauen wir mal, was rauskommt. Ihr vergreift euch einen hilflosen Stadtbewohnern und schlachtet sie alle ab. Ja, und sie sagen aber, dass eure Tyrannei sie so weit getrieben hat. Ja, sie schieben sich halt gegenseitig die Schuld zu, als ob mich die Stadtbewohner interessieren. Sie hassen euch dafür, dass sie eure Pyramide hier bauen müssten. Und ihr fresst ihre Seelen. Frieden im Tod besser als Schrecken im Leben. Naja, gucken wir mal. Ihr gebt ihnen gar keinen Frieden. Hört doch auf, jetzt bekämpft euch endlich. Es ist nett von euch herzukommen. Ich hab den Krieg satt. So viele Jahre. Wir hätten euch viel früher besiegen sollen. Los, jetzt kämpft endlich. Ihr seid kümmerliche Wichte. Euch wird das Lachen vergehen. Ihr seid allein und wir sind mehrere Dutzend. Fleht um Gnade. Ich glaube, ihr unterschätzt mich. Ihr solltet um Gnade flehen. Ja, macht euch bereit zu sterben, sonst schauen wir mal. Viel Spaß in der Hölle. Ihr Narren. Ja, was? Eine Falle! Oh, ihre Magie funktioniert nicht. Moment mal. Wenn die Magie nicht funktioniert, dann... Moment, dann funktioniert meine Magie vielleicht hier auch nicht. Jahrelang habe ich diese Falle perfektioniert. Eure Magie ist hier nutzlos. Es hat sich gelohnt. Verrotte in der Hölle. Wie ich schon sagte, ihr kommt dahin. Ja, wenn der tatsächlich eine Falle gemacht hat, was Magie unterdrückt, dann sieht's für die Elras schlecht aus. Da gehen sie alle drauf. Tja, was machen wir, wenn die Falle immer noch aktiv ist? Da gehen sie alle drauf. Mir wird schon ganz schwindelig, wenn ich die ganze Zeit auf den Bildschirm hier gucke. Ja, die stärksten Elras haben noch überlebt. Ja, da stehen sie noch, die drei. Die sagen mit Sicherheit noch was. Oder? Morlon, Gorgoth und noch jemand. Und Gadar wahrscheinlich. Genau, Morlon, Gorgoth... und Gadar, genau, das sind die drei. Das wäre unser Sieg gewesen. Oh Gott, Ihr kümmerlichen Würmer habt ihr überlebt. Du wirst uns nicht besiegen. Verflucht! Anscheinend geht die Magie jetzt doch wieder. Das ist unser Sieg. Ja, jetzt ist Schluss, oder? Jetzt ist es genug! Tja, sie geben nicht auf, die drei. Nun werdet ihr sterben. Nieder mit den Elras. Aber Moment, die werden doch jetzt zu Schattengeistern, oder? Also hat er sie tatsächlich alle umgelegt. Die Vernichtung aller Elras-Führer durch meine Hand. Abschau. Was ist mit den Schattengeistern? Ah, das ist das Zauberbuch der Elras, genau. So, was haben wir denn hier? Ein Zauberbuch der Elras. Interessant. Das ist wohl das Buch. Beschwörung eines Dämons. Unnütze Spielereien. Das habe ich hier in Vampire Stone 1, in Pharao Ustras Pyramide, habe ich diesen Zauber gelernt. Regen aus Blut, unbrauchbar. Mekados, ohne Aussagekraft. Alles Mist. Ach, deswegen fehlen einige Seiten aus dem Buch. Habt ihr denn keine brauchbaren Zauber? Nacht der Schattengeister.
Astrale Kopie von sich. Ah, lass mich raten. Astrale Kopie von sich selbst. Das hat er wahrscheinlich gemacht und ich habe damals eine Kopie von Ustra besiegt in Vampire Stone 1. Ustra weiß mit Sicherheit davon, oder? Von den Schattengeistern. Ja, ihr habt doch nicht gedacht, ich wüsste nicht Bescheid. Ja, eure Seelen zu Schattengeistern. Erbärmlich. Eure Schattengeister wollen den Körper verlassen. Ach, ihr seid so vorhersehbar. Ja, also hat Ustra gewonnen. Wenn er das schon voraussieht, dann hat er dafür auch eine Überraschung, ja. Mit diesem magischen Bannstein würde er es bannen. Ihr bekommt ein neues Zuhause. Gorgoth, Gadar und Morlon. Das sind sie ja auch schon, kommt her. Also dass sie. Er hat sie also ins Buch gebannt. Interessant, aber wie kam dann das Buch zu Elaine nach Asran? Wer hat es da in den See geworfen? Was für ein herrlicher Sieg. Hoffentlich habt ihr es gemütlich. Reichlich Zeit zum Zauber studieren. Interessant. Ustra hat die Elras ins Buch gesperrt. Ja, und irgendein Zauber wurde gesprochen und dann wurden sie frei. Die Belebung eines Blutgeistes. Ja, das war Strife, der Dieb, als er Asker wiederbeleben wollte. Er hat sie also freigelassen. Bei der Weltumwandlung warst du unter der Kontrolle des Schattengeistes, ja. Da waren drei und nur einer wurde bei der Belebung von Asker frei. Genau. Das ist wie gesagt der Anfang, als Strife Asker wiederbelebt hat. Wo sind die anderen? Vielleicht sind sie noch im Buch. Ja, Jaina hat das Buch, ja. Und sie wird vom Schattengeist kontrolliert, also hat sie freigelassen. Ja, das klingt ganz und gar nicht gut. Ja, er hatte eine Art Bannstein. Wir müssen diesen Bannstein kriegen. Sonst sind wir ihnen wirklich hilflos ausgeliefert. Interessant. Ja, solange wir die Träger der Schattengeister nicht töten, sind wir zumindest von den Schattengeistern erstmal sicher. Stimmt, dein Schattengeist ist von Jaina. Stimmt, ja. Als Asghar die Welt umgewandelt hat, ist der Schattengeist in ihm zu Jaina übergegangen. Versteht ihr nicht, toter Körper? Jetzt verstehe ich, Vampire sind tot. Die Körper, genau. Sie könnten jederzeit rumspringen. Langsam setzt sich alles zusammen. Der perfekte Wirtskörper. Interessant. Der Schattengeist von Jaina kann jederzeit auf uns übergehen. Wir brauchen einen Bannstein, ja. Woher kriegen wir den nur? Nur Pharao Ustra wusste, wie das ging. Die Ohren offen halten. Mit Vincent Vaynard, was soll mit dem sein? Wenn Vampire der Perfekte sind, muss Vincent der schlimmste Feind der Elras gewesen sein. Ja, jetzt wo sie es erwähnt. Er hat wohl nie einen gesehen, einen Elras. Ja, er hat ja nicht zu deren Zeit gelebt. Ich glaube auch nicht, dass Vincent einen Elras gesehen hat. Alle Elras waren zum Zeitpunkt schon lange ausgestorben, ja. Weil zuallererst kamen die Elras, das ist ja ganz lange her, dann kam Vincent und dann kamen wir. Die letzten drei waren im Buch eingesperrt. Ja, und er hat mit Sicherheit keinen freigelassen. Ja, er hat keinen Elras freigesetzt. Wäre wirklich merkwürdig, wenn Vincent einen Schattengeist in sich getragen hätte. Ja, er hat sich nicht so verhalten, dass die Elras irgendwelche Vorteile hätten. Wobei, warum er unbedingt Hohepriester sein wollte, Moment mal. Aber in der Ebene der Blutgeister hat Vincent erzählt, dass die Elras die Vampire absaugen. Das könnte doch bedeuten. Eventuell hatte Vincent einen Schattengeist in sich, dann hat er die Vampire erschaffen, alle abgeschlachtet, dass die Ebene der Blutgeister voller Vampire sind, oder voller Blutgeister halt, und die Elras saugen die dann ab. Und dann benutzen die irgendwie diese Blutgeister für irgendwas.
Ja, schauen wir uns erstmal um, das... Oh, oh, die Falle ist noch aktiv. Die Falle ist noch aktiv hier. Oh, oh. Wir können uns nicht bewegen. Moment mal, tötet uns das? Ich fühle mich furchtbar. Die Falle ist losgegangen. Stimmt, wir waren letztes Mal... Moment. Wir existieren noch, ja? Vielleicht trifft die Falle die Elras stärker. Unser Begleiter hat es nicht überlebt. Nein. Verdammt. Mir geht es nicht gut. Irgendwas stimmt nicht. Magische Vergiftung. Wir sollten ein Heilmittel finden. Ich hätte mal ein Buch Magische Krankheiten im Magierzimmer. Wir sollten uns mal anschauen, was? Hey, ich sehe aber alles ist normal. Ach, jetzt ist mein... Jetzt ist mein schöner... Mein schöner... Noch... 10.000 Fehler. Jetzt ist mein schöner Werwolf draufgegangen, aber ich habe zum Glück noch welche. Moment, was war das jetzt? Ah, verwesen. Ah, das zieht mir die ganze Zeit 10 Leben ab, jedes Mal, wenn ich hier verwese. Moment mal, ist das hier wirklich alles? Portal ist nicht aktiviert. Hier ist mit Sicherheit ein Schalter oder so in der Nähe. Oh, das ist hier endnervig. Ja, das ist eine starke Falle. Verdammt. Wo ist denn dieser Schalter? Ah, eine Trittplatte. Ja, hier scheint sonst weiter nichts zu sein. Okay, so viel zum Thema. Ich bereite mich mal lieber auf einen Bosskampf vor. Ja, da verwiese ich jetzt mal schön vor mich hin. Verdammt. Naja, 10.000 Filar ist jetzt auch mal nicht schlecht. Ich finde aber auch sonst nichts. Ach ja, das ist jetzt natürlich Sonne, ja. Interessant. Interessant. Zuflucht, gespeicherter Ort löschen. Speichern und oh Mann. Jetzt sind wir am Verwesen. Mal gucken, was es damit auf sich hat. Ich denke mal, ich werde im Magierzimmer irgendeine Art Heilung dafür finden. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Das heißt, nächste Folge runter ins Magierzimmer, versuchen das Ding zu heilen. Und dann würde ich sagen, magischer Bannstein. Was sagt denn meine... Was sagt denn meine mein Buch dazu? Genau, schleichendes Gift. Suche nach einer Heilung. 6 Schreine wird dauern. Test kann ich später noch machen. Besorge das Amulett und die Bruchstücke. Also ich habe noch keine Idee, wie ich das heilen kann. Egal, werde ich schon rausfinden. Wird sich vielleicht im Laufe der Quest ergeben, diese Verwesung dazu heilen. Egal, wir machen hier mal Schluss, sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.